Wir sind auf dem Weg zum Grand Canyon und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hier haben wir kurz auf einem Parkplatz Stopp gemacht. Wir haben die Grenze von New Mexico nach Arizona gerade überschritten und werden jetzt mal in so einen Indian Store reingehen. Pinkelpause und dann geht es aber weiter. Wir haben noch 200 Meilen bis zu unserem Hotel nähe dem Grand Canyon. Und wird mit Sicherheit auch wieder eine tolle Abenteuerreise. Somit viel Spaß mit Folge 4 von unserem Roadtrip durch die USA. Und der nächste Boxenstopp, bevor wir am Grand Canyon sind. Und ich habe das beste Denver Omelette meines Lebens gegessen. Das war nämlich genau hier in diesem Diner. Tom and Susie's Diner. Direkt an der Route 66. Und hey Leute, wieder so herrlich warm. Schaut euch das an. Eine Weite rechts und links. Alles so super schön groß. Und ich glaube, ich lebe am falschen Ort. Mir gefällt es so gut. Ich fühle mich so gut hier. Ich kann das gar nicht beschreiben. Einfach sprachlos, ohne Worte. Das ist genau mein Ding. Aber das kann natürlich auch sein, dass ich von früher noch hier ganz schön verseucht bin, weil ich habe ja sehr viel Zeit in den Staaten verbracht, beziehungsweise sehr viel in Kalifornien. Und ja, utopisch schön. Und du willst jetzt im Gepäckraum mitfahren, oder wie? Ja, ich schaue mir hier schön. Was machst du? Einfach die Gegend anschauen. Ja, ist schön, ne? Voll, mir gefällt es. Brutal, einfach soweit das Auge reicht. Wir sind bei unserem Hotel angekommen, Grand Canyon Inn, und wie es sich für guten Autocontent auch gehört, direkt neben dem Hotel. Leute, es kann nicht besser sein. Schaut mal bitte hierher. Ist das nicht wieder heftig geil? Schaut euch das an. Wie geil ist denn das? Carlos hat schon wieder Freunde gefunden. Guck dir mal das hier an. Wow. Das sind V8-Teile, hä? Richtige V8. Guck mal da, der blaue. Das ist doch mal was Feines. Der hat eine richtig fette Lüftung. Schau dir das an. Was ist das für einer? Hier ein Bel Air. Ah ja, stimmt, ein Bel Air. Chevrolet Bel Air. Ist ein richtig geiles Teil. Cool. Cool. Und hier, der wird wahrscheinlich noch restauriert. Ein alter Ford. Toll. Ich will nicht wissen, wie viel so ein Teil schluckt. Ja, aber der ist in Betrieb, der wird gefahren. Schau dir mal das Teil an. Hast du gewusst, dass man hier an der zweiten Stelle Gas geben kann bei dem Teil? Nee. Guck mal, Papa. Hier, der ist hier nach unten und kann man Gas geben. Affengeil. Please don't touch. Oh, der hat einen Plattfuß hier. Wow,
Was ist das hier für einer? Das ist ein Packard. Ein Packard, aha. Aber ich muss sagen, der El Camino ist schon fett. Toll. Ja, und das neben dem Hotel. Tolle Sache. Und was ist das hier? Restrooms inside. Was ist das hier? Und dahinter gleich mal so ein richtiger Souvenirshop. Alles, was der Wilde Westen begehrt. Cowboystiefel, Hemden, Cowboyhüte. Alles da. Schaut euch mal allein hier die geilen Stiefel an. So ein Geschäft findest du in Europa nicht. Definitiv nicht. Und ich muss ja zugeben, ich habe ja früher auch Cowboystiefel getragen. Das war bei uns in den 80ern komplett in. Toll. Aha, hier ist sogar ein ATM. Sehr geil. Ein riesen Souvenirshop, aber richtig geiles Zeug. Aber coole T-Shirts, Grand Canyon. Gut gemacht. Echt geil, toll. Aber wir kaufen jetzt mal noch nichts. Wir checken jetzt erstmal im Hotel ein und dann haben wir ja genügend Zeit, um uns den Grand Canyon dann richtig anzuschauen. Und vielleicht auch noch mal hier das ein oder andere Souvenir mitzunehmen. Aber tolle, weite Gegend wieder. Einfach so, wie es in Amerika der Fall ist. Gigantisch. Echt entspannt. Sehr entspannt. Und natürlich diese geilen Schlitten hier. Das ist eine kleine Zugabe für unsere Reise hier in den Grand Canyon. Dann bin ich ja mal gespannt auf das Zimmer. 1,29. Und, hey, also für 112 Dollar kann man nichts sagen. Ha, geil, Holzgestellbetten, Twin Bedroom, Kühlschrank, Fernseher, Schreibtisch, alles da und klimatisiert. Toll, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Wir sind am Grand Canyon angekommen. Bisschen verzwickte Geschichte, bis wir hier waren. Aber 35 Euro Eintritt bezahlt. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ich bin ja gespannt, ob das wirklich so vielversprechend ist, wie man sich erzählt. Dann drehen wir mal die Kamera um und schauen mal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt verstehe ich das. Ach du Scheiße. Leute, jetzt bin ich geflasht. Eieieiei. Okay, die 35 Dollar ist es wert. Schaut euch das bitte an. Ach du Scheiße. Das ist natürlich heftig, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera jetzt hier so sieht. Aber das ist ja Wahnsinn. Das ist der absolute Augenwahnsinn. Krass. Also das ist wirklich groß und atemberaubend. Toll. Und Carlotti Carotti, was sagst du? Ich sag nur alter Schwede. Also das ist... Das ist was fürs Auge, das ist unbeschreiblich. So habe ich das da drüben auch gesagt, wo ich geschaut habe. Ach du Heilige. Das geht auch richtig tief hier runter. Abartig. Wahnsinn. Toll, toll. Jetzt mal in einer anderen Perspektive noch. Ja, das ist gigantisch.
Leute, was soll ich sagen? Grand Canyon, United States of America in Arizona. Unglaublich, unglaublich. Sprachlos. Ich bin geflasht, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir zwei auf unserer USA-Tour. Hä? Schön, was wir alles erleben. Toll. Wirklich toll. Wundervoll. Ja. Also, ich schwör's dir, wenn du mich irgendwie so als Überraschung hierher gebracht hättest und ich nicht wüsste, wo ich bin und mich umdrehen würde und das sehen würde, dann würde ich aus. Also ich würde wortwörtlich ausflippen. Ja, es ist toll. Wir fahren jetzt dann noch zu einem anderen Aussichtspunkt. Da soll man auch ein bisschen Wüste oder irgendwas sehen. Da war irgend so ein Desert View, war da. Ne? Wir schauen uns jetzt auch mal die Karten hier noch genauer an, laufen hier noch ein bisschen rum und hoffen, dass wir hier das eine oder andere noch irgendwie für euch einfangen können. Da oben kreist sogar ein Adler rum. Hier. Riesenadler, ja. Na toll. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Okay, komm, wir gehen weiter. Da gibt es bestimmt noch mehr zu sehen. Tatsächlich. Vielleicht lässt sich das auch füttern. Is this yours or is it just a... Oh, it's just... It's just an animal here from the park. Yeah. It is just an animal. Uh-huh. It's just not being friendly. Yeah, unbelievable. And it's just sitting here on... So they are waiting, or it is waiting that we have some... sweets. Snacks. We have some snacks. Yeah. Unbelievable. Is it the first time you see this here? Yes, me, my first time. Yeah, and you have been here already? Yes. It's amazing. 40 years ago. So, and but still it hasn't changed. It hasn't changed. Yeah, the corrosion, maybe a little bit, but wow. Where are you from? Actually from Austria, but born and raised in Germany. Ja, hallo, komm mal her. Look how friendly. Unbelievable. Hi. Was haben wir hier noch Schönes? Papa, hier am Ende vom US Department of the Interior National Park Service Scenic Locator. Wow. Da unten eine Eidechse, gell? So eine ganz klitzekleine Eidechse. Da haben wir sie. Ja. Mal nicht abhauen. Also dadurch, dass der Grand Canyon eigentlich direkt auf unserer Route von Albuquerque nach Las Vegas hier war, finde ich, war das absolut Pflicht, dass wir hier vorbeigeschaut haben und die $35 Eintritt und $112 fürs Hotel. Sieht ja auch gut aus. Das ist es absolut wert, wenn man schon mal hier in der Gegend ist. Hier gibt es natürlich dann noch viele Facilities, Restaurants und Visitor Center und weiß der Geier was. Also richtig tolles Parkgebiet. Ich glaube, da kommt gleich mal ein Wetter daher. Wir sind jetzt noch an einem anderen Aussichtspunkt. Das heißt, wir haben im Auto direkt hier geparkt. Und tada! Wir fahren jetzt noch 25 Meilen. Und da soll angeblich noch ein Aussichtspunkt sein, wo man in die Wüste schauen kann. Und das wollen wir natürlich auch sehen. Meinst du, da kracht es da hinten schon? Kommt der Hurricane Barrel hierher? Der hat uns ja ziemlich erwischt. Da zieht jetzt schon der Regen rein. Uns hat er noch nicht getroffen, aber das sieht auch richtig cool aus. Geiles Luftspektakel. Da hinten regnet es richtig. Und das Allerlustigste ist, wir haben hier einen Wohnwagen, einen Hobbywohnwagen aus Deutschland. Die sind Halifax rüber mit dem Wohnwagen von Hamburg. Und ja, echt cool. Deutsche Kollegen getroffen. Uns hat jetzt doch ein bisschen der Regen erwischt, aber nur Getröpfel. Also wir haben Glück gehabt, während wir jetzt die 28 Meilen hier zum Desert Viewpoint gefahren sind. Ich drehe mal um.
Das Ganze sieht so aus. Wir sind auch gleich da. Das heißt, da vorne wird es dann rund gehen. Und ich hoffe, dass der Nebel sich auch schon verzogen hat. Das ist dann nämlich nochmal die finale Aussichtsplattform hier vom Grand Canyon. Achtung, Achtung. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. So. Aha. Da sieht man dann auch den Colorado River da unten. Oh, sehr nice. Here we go. Grand Canyon. Und da unten der Colorado River. Geil. So viel zum Grand Canyon, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Ging jetzt mal weniger um Autos, obwohl wir ein paar Autos im Video gesehen haben. Aber der Wind geht los hier. Ich glaube, dass es noch richtig regnen wird. Und ich sag mal Tschüss und bis zum nächsten Video hier aus dem Grand Canyon.